In diesem Videotutorial zeige ich dir, wie du mit Tumblr arbeitest. Tumblr ist ein sogenannter Microblogging-Dienst, also quasi eine Mischung zwischen einem Blog, einem Web-Tagebuch und vielleicht Facebook oder Twitter, einem Social-Media-Kanal. Du kannst entweder die Tumblr-Website brauchen, um deine Artikel zu verfassen, oder die entsprechende App. Hier auf dieser Oberfläche kannst du einen neuen Account anlegen, über Registrieren. In diesem Fall habe ich jetzt aber schon einen Login. Und zwar ist das die Mailadresse und das entsprechende Passwort. So, jetzt sind wir bereit. Und wie bei Facebook oder Twitter oder so, werden dir zuerst einmal interessante Artikel von anderen Tumblr-Nutzern angezeigt. Die interessieren uns nicht. Wir wollen ja vor allem einfach unsere Erlebnisse aus der Kurswoche da präsentieren. Du brauchst hier nur dieses Stiftsymbol auf der linken Seite und hier hast du die verschiedenen Möglichkeiten. Du kannst Texte, Audiodateien hochladen, ein Zitat, einen Link zu einer anderen Seite, Videos und eben auch Fotos. Bitte arbeite da sorgfältig und auch durchdacht. Wir wollen natürlich nicht uns schämen müssen mit unseren Beiträgen. Also Foto und zugleich wird entweder die Kamera aktiviert oder ich kann auf meine Bilder zugreifen. Und sobald ich die Bilder auswähle, so vielleicht werden sie gesammelt. Wenn ich daneben tippe, siehst du, das sieht schon recht hübsch aus. Es wird automatisch eine Galerie erstellt und natürlich wäre da eine Bildunterschrift noch wünschenswert. Es darf natürlich auch ein bisschen ausführlicher sein und natürlich, wenn möglich, auch Tags. In diesem Fall nehmen wir an, es ist ja für die Kurswoche, vielleicht ist es das Restaurant. Also überlegt euch, was hat dieser Eintrag mit der Kurswoche zu tun, euer Kurs, vielleicht etwas Typisches für das Erlebnis, Kunst in diesem Fall noch. So, und wenn du das Gefühl hast, jetzt ist das Wichtigste geschehen, so tippst du auf Posten. Und das kann jetzt noch einen Moment gehen, weil ja die Fotos jetzt erst noch hochgeladen werden müssen. Aber nach einiger Zeit ist dann dein Beitrag online. Voilà, sieht doch recht hübsch aus. So sehen es dann die anderen.